Hallo Leute, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich hatte keine Juni-Favoriten gemacht. Das liegt daran, dass ich ja irgendwie so ein bisschen gelangweilt bin von diesen Favoriten-Videos. Nichtsdestotrotz möchte ich euch trotzdem irgendwie meine Favoriten präsentieren, weil es doch für den einen oder anderen interessant ist. Ich meine, ich gucke ja diese Videos auch sehr gerne, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie. Es hat sich nur noch so wiederholt und ich wollte das ein bisschen anders gestalten und vielleicht habt ihr Bock darauf. Also ich will das nicht mehr so speziell monatlich machen und diesen sozusagen Druck, ich muss jetzt meinen Favoriten hochladen, bla 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 bla. Ich mache das jetzt so, dass immer wenn ich irgendwie was Cooles habe, also ich sammle das ein bisschen, dass es so ein paar Produkte sind, dass es sich so irgendwie auch ein bisschen lohnt. Und fasse es dann zusammen, so wie dieses Video jetzt sein soll. Es ist quasi wie ein Favoritenvideo, aber es kann auch mal alle 2 Wochen kommen. Oder alle 2 Monate. Wisst ihr, was ich meine? Also da steht jetzt nicht Favoriten und dann der Monat, sondern das ist jetzt, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Vielleicht meine Empfehlungen oder sowas. Da kann dann auch mal was reinkommen, vielleicht was ich nicht so gut fand. Ist zum Glück nicht so oft, weil ich informiere mich ja auch immer sehr über Produkte davor, bevor ich mir etwas kaufe und ich teste es aus. Deswegen habe ich nicht so oft Fehlkäufe, weil da fragen mich auch manchmal Leute zu, also dass ihr das wisst. Aber ich zeige euch ein paar Sachen, vielleicht auch mal so ein paar so Einkaufstipps, die ich ergattern konnte, so schnäppchenmäßig. Ja, ich fange jetzt erstmal an mit den Sachen. Aber wisst ihr, was ich meine? Also so nicht halt speziell immer Favoriten jeden Monat, sondern. Ach so, und ich will auch versuchen, dass ich mich halt nicht so wiederhole. Ihr habt es vielleicht gemerkt, oder weiß ich nicht. Eigentlich hat es mir noch keiner gesagt, aber ich empfinde das persönlich so, dass ich in meinen Videos oder in den Favoritenvideos manchmal doch das Gleiche halt sage, weil es halt immer noch mein Favorit ist. Da das jetzt kein Favoritenvideo ist, zeige ich einfach nur, was mir so speziell aufgefallen ist, so in den letzten Tagen, letzten Wochen, was ich gerne benutzt habe und so weiter. Bedeutet aber nicht, dass ich das nochmal dann zeigen werde. Kann sein, natürlich aus Versehen oder so, wenn ich es nicht mehr weiß, aber wisst ihr, was ich meine? Also ich will versuchen, mich nicht da zu wiederholen irgendwie und euch immer was Neues da zeigen. Also, was mir auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen ist, ist dieses hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt das vielleicht mal gesehen in der Drogerie. Ich habe das von meiner Freundin, von einer Freundin geschenkt bekommen. Die hat mir das mal gegeben, weil sie meinte, das soll sehr, sehr gut sein für Volumen am Ansatz. Ja? Ich habe es auch aufgetragen. Also ich habe es auch heute so drauf. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sieht, weil es schon ein bisschen länger her ist. Schon jetzt spät. Aber es funktioniert. Hallo. Das ist von Schwarzkopf Got to Be. Das brandneue Powder Pimp Your Style, bla 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 bla. Powdervoll heißt es jedenfalls. Das ist hier so ein Puder. Ich habe das ehrlich gesagt heute das erste Mal ausprobiert. Und es ist so geil, dass ich das halt euch zeigen wollte unbedingt. Ich wollte unbedingt das irgendwie in einem Video erwähnen, weil vielleicht braucht jemand das auch, ja? Also so ein bisschen mehr. Ihr wisst ja, ich habe sehr, 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 sehr glattes Haar. Da ist nicht eine Welle drin, ja? Also es ist richtig glatt. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst, wie nenne ich es immer? Genau, die Schnittlauchlocken habe ich. Also glatter als glatt geht nicht mehr. Und das ist ganz klar dann eigentlich, dass man auch nicht so Volumen hat. Ich habe dazu auch relativ feines Haar. Dadurch ist aber das hier so gut. Das ist so ein richtiges Puder. Hier, ja. Richtig fein gemahlen. Und man sollte das dann so verreiben. Da merkt man schon ein bisschen, es ist so ein bisschen komisch von der Konsistenz so, also fühlt sich komisch an und dann verreibt man das einfach nur auf dem Haaransatz. Man sieht auch nichts, also das ist nicht so schuppig oder sowas, ja. Ihr könnt es auch direkt auf euren Haaransatz drüber geben, so und dann so verreiben für den extra Volumeneffekt steht da und dann fühlt sich das Haar an, als hättet ihr das hier toupiert. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Es ist total komisch, aber es fühlt sich an wie toupiert. Man sieht auch, wenn ich jetzt so, also das ist wahnsinniges Zeug. Ich weiß auch nicht, was es kostet, weil sie es mir geschenkt hat, ja, aber ich schätze mal nicht so allzu teuer. Und wenn, egal, das lohnt sich. Also ich werde es mir auf jeden Fall danach, wenn das alles, ich weiß auch nicht, wie viel da drin ist, also man sieht das leider nicht. Ich kann es dadurch nicht abschätzen, weil die Grammzahlen, kennt ihr das, das sagt mir jetzt nichts, 10 Gramm, ja und, wie viel ist das jetzt dann?
Naja, auf jeden Fall ist das richtig cool. Das wollte ich euch mal zeigen, weil das richtig geil ist. Und dann zeige ich euch meine Lieblings... Na, was heißt Lieblings? Jetzt fange ich schon damit an. Aber Nagellacke, die ich richtig cool finde zurzeit. Und ja, die ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Das ist einmal hier der Shocking Pink. Shocking Pink von China Glaze. Ein Neon. Richtig krass Neon. Sieht toll aus. Auf den Fingern habe ich es eigentlich bisher nur getragen. Auf den Fußnägel noch nicht, wobei das auch richtig cool aussehen würde. Und dann mag ich gern so Baby-Pastellfarben. Und zwar trage ich das gerade auf meinen Füßen. Soll ich mal? Hier sieht man das? Yoga. Ja, das ist Lemon Fizz von China Glaze. Mag ich sehr gerne. So ein Pastellgelb. Und Gelb macht halt, also heute ist ja richtig schlechtes Wetter, aber meine Füße sehen aus wie Sommer. Und dann haben wir den Orly Konfetti, der berühmt-berüchtigte Konfetti. Den habe ich jetzt ganz neu im Angebot auf Ember Beauty. Nur für kurze Zeit, also wir haben auch nur diese Farbe drin, weil ich diese Farbe so toll finde. Und ich sie persönlich auch haben wollte. Und ja, ich denke, wenn ich was haben möchte, dann vielleicht mag das jemand anderes auch. Und deswegen haben wir das jetzt mal drin. Und ich liebe diesen Lippenstift. Ich weiß, als ich den das erste Mal in der Kamera getragen hatte, also im Video, fanden viele den nicht so gut an mir. Das ist übrigens der Lime Crime Coquette. Aber da war ich auch schon sehr stark gebräunt. Also ich habe jetzt noch ein bisschen, aber es verblasst schon sehr, sehr, sehr. Aber das ist eigentlich das perfekte Nude für meinen Teint, weil es so ein bisschen rosastichig ist. Und das passt eigentlich sehr gut. Jetzt sieht es schon ganz okay aus, aber es, wenn ich meine normale Hautfarbe habe, dann sieht es eigentlich am besten aus. Also es passt perfekt. Da war ich ein bisschen zu dunkel und ich sehe ein, dass es dann vielleicht ein bisschen zu hell aussah, aber es ist eigentlich die perfekte Farbe für mich. Und ja, Punkt. Und dann, dann zeige ich euch was mit das hier. Das ist super cool. Das hat meine Mutter mir mal gezeigt. Die hat das vom Rossmann, also ich habe das dann ihr nachgekauft. Sie hat aber so eine andere Duftrichtung gehabt, oh, voll verstaubt. Die hatte, was waren das? Zitronengras und noch was. Zitronengras und bla. Dann gibt es noch Vanille und bla. Und das ist Feige und Rose. Das ist ein Körperöl, Wellness Beauty. So, ich zeige es euch mal. So, ja. Feige und Rose ist der Duft eben. Man kann es als Massageöl benutzen, aber ich habe das, als es jetzt halt noch schön sonnig war, habe ich das eigentlich benutzt als Ersatz für eine Bodylotion. Es ist zwar erstmal ölig, klar, weil es Öl ist, aber ich garantiere euch, das zieht sehr gut ein, zumindest halt bei meiner Haut hat es sehr gut, ist es sehr gut eingezogen und es ist danach nicht fettig oder so. Aber ihr spürt, wie schön gut befeuchtet oder ja, ihr wisst schon, eure Haut ist und so. Und ich mag das sehr gerne. Und dieser Duft ist echt sehr, sehr schön. Sehr angenehm. Sehr süßlich. Also wer auch auf diese Escada-Düfte und so steht, das ist sowas, so eine Duftrichtung. Ja, ich liebe das. Ich mag das gerne. Und außerdem, auf den Beinen sieht das sehr, sehr schön aus, wenn man richtig schön gebräunt ist, weil dann glänzen die halt so richtig toll. Ja, und dann ich glaube, den hatte ich euch schon mal gezeigt, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist ein Mini-Stinktierpinsel sozusagen, also ein Duo-Fiber, zwei ich kann nicht mehr reden. Ihr wisst schon, zwei Materialien, so Borsten, okay? Das ist, also es ist nicht pink, normalerweise ist das weiß, ja. Das ist jetzt von einem Blush so. Ich benutze das hier sehr, sehr gerne für Creme Rouge. Habe ich jetzt nicht da, aber ich habe nämlich NARS Cactus Flower sehr gerne benutzt. Das ist ein Creme Rouge und dann, es passt irgendwie, das ist irgendwie perfekt dafür geeignet. Also, ja. Ich kann nicht reden. Ja, jedenfalls, ich mag diese Größe, weil die nicht zu groß ist. Mir ist nämlich aufgefallen, dass zum Beispiel so normale Stinktierpinsel wie der jetzt hier von Sigma, der ist ein bisschen zu breit und man wird dann zu großflächig. Also für Rouge finde ich das eigentlich gar nicht so geeignet. Und ich mag dieses Kleine. Also lieber zu klein, weil ihr könnt ja dann weiter rausgehen als zu groß. Und außerdem passt das perfekt in die Pfännchen von einem Sleek Lidschatten. Und die benutze ich nämlich sehr gerne als Blush.
Da gibt es nämlich viele Farben, schaut mal. Viele Farben, die sehr gut als Blush geeignet sind. Und ja, deswegen benutze ich das ganz gern. Das ist der Small Duo Fiber. Achso, den gibt es auf YouTube. Und dann haben wir noch einen neuen Pinsel reinbekommen. Und den finde ich genial. Auf sowas habe ich nämlich gewartet. Das ist ein Puderpinsel in Paddelform, wie ich das bevorzuge. Ich liebe so Paddelform, weil damit habt ihr durch diese schmale Form nochmal Gelegenheit, andere Dinge zu machen damit. Ich benutze ihn jetzt für mein Laura Mercier Puder, das ich immer noch habe. Das ist nur noch so wenig. Aber ja, dafür benutze ich es zum Fixieren und T-Zone und so weiter. Man kann es auch durch diese tolle Form benutzen zum Konturieren oder für Bronzer oder für Blush, weil er auch nicht zu groß ist. Ja, aber er ist super weich. Ich liebe diesen Pinsel. Er ist echt toll. Also auf sowas habe ich gewartet. Jetzt haben wir ihn endlich und ja, ich liebe ihn. Ja, und dann habe ich noch eine tolle Sache, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Das allerdings habe ich nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen oder gewonnen. Ich weiß es gar nicht, aber das war von diesem Lancôme-Gewinnspiel in meinem Goodiebag im Hotel. Und da war das halt drin. Das heißt, Aroma Juice. So sieht es aus, die Flasche. Also ich behalte es aber immer da drin. Das ist ein Body Spray, also Body Treatment Fragrance mit Acai Berry oder so, also so eine Beere. Und es riecht genial. Es riecht echt toll. Also, Entschuldigung. Hat man das gehört? Na, jedenfalls, riecht es sehr, sehr gut. Am Anfang habe ich so dran gerochen nur und noch nicht gesprüht. Dachte ich, es wäre so ein bisschen muffig irgendwie. Aber auf der Haut ist es wirklich sehr frisch, erfrischend auch. Das weckt so auf, richtig. So wie von Estée Lauder, was ich euch schon mal gezeigt habe. Nee, Estée Lauder, oder? Nee, Elizabeth Arden, sorry. Dieser Green... Oh, Entschuldigung, ich habe gerade was gegessen. Ich muss ständig aufstoßen. Jedenfalls hier dieser Elizabeth Arden Green Tea Scent. Da ist das... Ist auch sehr, sehr erfrischend und das haben wir hier auch. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich weiß leider nicht, was es kostet, weil es, wie gesagt, halt ein Gewinn oder ein Geschenk war. Aber es ist sehr, sehr toll. Ich hoffe, das dauert noch, bis ich da durch bin. Also ich habe schon sehr, sehr oft benutzt, aber ja, ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. Es riecht sehr gut. Sehr beerig eben. Beerig. Was sagt's denn? Umschmeichelt die Haut, sie ist vitalisiert, voller Energie, entfaltet ihre vollkommene Schönheit. Der Energiekick für strahlend gute Laune. Aber das stimmt wirklich, ja. Kann ich unterstreichen. Also man kriegt echt so einen Kick, so. Stimmt schon, Energiekick, ja. Und dann, ah ja, rosa Pfefferkörner, Bergamotte und florale Herznoten mit einem Hauch von Limone. Ja, wirklich nur ein Hauch. Nicht zu zitruslastig oder sowas. Sehr schön beerig. Sehr lecker. Also wirklich toll, dieser Duft. Und er bleibt lange auf der Haut, weil ich weiß, dass meine Klamotten danach auch noch danach duften. Ja, genau. Katzenhaare. Das war's erstmal. Das ist jetzt die erste Episode von, keine Ahnung, wie das noch heißen wird, werde ich hier oben schreiben. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich werde jetzt so weiter... Also ich werde sie jetzt sofort fahren und keine... Ah nein, es gibt nur eine Sache, sorry. Da weiß ich allerdings nicht, ob das noch aktuell ist. Das habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft. Oh Gott, dass ich euch das jetzt so verstaubt zeige. Jedenfalls geht es um diesen, handelt es sich um diesen Spiegel hier. So, das ist ein Spiegel, der leuchtet. Sowas kennt ihr ja. Und normal ist sowas sauteuer. Also ich habe schon zwei Versionen gekauft bei Karstadt, habe sie immer wieder zurückgegeben, weil ich hier zu Hause gesehen habe, dass sie doch nicht hell genug sind. Dieser hier ist batteriebetrieben übrigens. Habe ich vom Thom Baumarkt für 15 Euro, glaube ich, waren das. Oder waren das 20 Euro? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass das schon ein bisschen länger her ist. 15 oder 20 Euro. Er ist genauso nicht hell wie die teuren. Dafür ist mir das aber dann... Es ist okay, also für den Preis, wisst ihr, was ich meine? Bei den anderen, die haben 100 Euro und mehr oder sowas gekostet und dann, ja, das war einfach nicht gerechtfertigt. Jedenfalls habe ich jetzt den, der ist ein bisschen kleiner, aber als der für 100 Euro, der ist vielleicht halt hier wie dieser Ring,
Aber reicht aus. Ich benutze den jetzt immer. Immer zum Schminken eigentlich. Ich habe auch schon das letzte Tutorial damit gemacht. Und es geht ganz gut, auch mit dem Video dann, dass ich da reinschaue und so. Das klappt super. Ja, jetzt, das war aber jetzt die Episode. Also, wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich. Ich zähle auf dich. Und ja, bis dann. Tschüss.